Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Runde 2 des neuen Catrice-Sortiments. Ich hätte jetzt ein paar Tage Zeit, mich nochmal so ein bisschen mit den Produkten auseinanderzusetzen und kann ein bisschen auf eure Reaktion reagieren. Ich habe mir die Kommentare durchgelesen, nicht nur unter dem YouTube-Video, sondern vor allen Dingen auch unter den Shorts und unter den TikToks und Reels, denn dort habe ich natürlich sehr kompakt die Produkte zusammengefasst und im ersten Video war das Ganze ja natürlich auch erstmal so ein First Impression. Heute will ich nochmal ein paar andere Produkte benutzen, auch in einer anderen Kombination und nochmal über diese Magic Shaper Palette sprechen, denn die hat wirklich so ein bisschen die Gemüter gespalten. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle eine wunderschöne Woche bisher. Mir hat das Ganze sehr, sehr viel Spaß gemacht, das neue Update zu testen. Ich habe auch noch weitere Produkte gekauft, die jetzt dann nachträglich bei Catrice, beziehungsweise ein paar Teile waren jetzt auch doch schon wieder bei DM online. Es ist immer ein bisschen schwierig, sofort an alles zu kommen. Finde ich auch nicht so gut, aber wir kennen das Spiel mittlerweile, es überrascht uns, glaube ich, nicht. Heute nochmal die Magic Shaper Palette, die Blooming Bliss Palette. Wir werden heute mal einen krassen Look schminken. Das hat mir nämlich letztes Mal echt gut gefallen. Wir reden über ein Produkt, was so ein bisschen untergegangen ist, weil ich das vorab gekauft habe und nicht mit dem neuen Update. Und diese Holo-Dinger, die haben ja auch so ein bisschen für Wirbel gesorgt. Wir starten mit dem ersten Produkt nochmal und das ist der Skin Glaze Hydrating Serum Primer. Ich bin mir immer noch nicht ganz so sicher, ob der eventuell eine Alternative zu dem Hygen heißt der, von Natasha Denona ist oder von, so, das ist glaube ich eher so eine Mischung, wahrscheinlich eher zu Natasha Denona als zu dem Magic Serum von Charlotte Tilbury. Das Magic Serum von Charlotte Tilbury plumpt eigentlich nur die Haut auf, also spendet Feuchtigkeit und das Hygen Serum von Natasha Denona, das hat auch so einen, ja, so einen fast schon so einen holographischen Look. Ich bin ja nicht die größte Maus, die Holo-Make-up liebt. Mir gefällt der Primer aber sehr, sehr gut. Ein Kritikpunkt, den ich daran so ein bisschen habe, ist, dass er zu flüssig ist. Ich weiß nicht, das ist aber nur eine ganz oberflächliche Meinung. Das Produkt hätte ich das gemacht, hätte ich es ein bisschen dicker gemacht, einfach weil das Verteilen dann dadurch ein bisschen einfacher gewesen wäre. So ist es auch gut. Es spendet wirklich viel Feuchtigkeit. Ich habe auch keine Probleme mit meiner Haut dadurch bekommen. Ich habe das erste Video vor, glaube ich, einer Woche gedreht. Ein bisschen, ja, so um die eine Woche und habe ihn seither jeden Tag getragen. Ich habe auch so ein bisschen probiert zu schauen, mit welchen Foundations klappt es und mit welchen Foundations klappt es nicht. Ich habe eine Foundation gefunden, mit der es nicht geklappt hat. Das wunderte mich aber nicht, weil das ist eine ganz spezielle Foundation und die hat mir so schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ich liebe die, aber die ist halt schwierig mit anderen Produkten zu benutzen. Das ist die by Terribly Densilis Foundation. Ist jetzt aber auch keine Foundation, die viele von euch wahrscheinlich zu Hause haben werden. Deswegen machen wir einfach ganz normal weiter wie bisher. Ich wollte heute aber einmal mit euch Underpainting machen. Und zwar hiermit. Das ist die Magic Shaper Palette, die ja eine Alternative zu der Make-up Forever HD Palette sein soll. Wenn ihr wollt, bestelle ich mir die nochmal. Die lächelt mich ja tatsächlich schon wirklich lange an. Ich habe es aber irgendwie noch nicht so ganz geschafft, die zu kaufen. Underpainting ist eigentlich etwas, wo man unten erst diese ganzen Schritte macht, also wie Blush, Highlighting, Bronzing, Contouring und also wirklich sehr, sehr aufhellend macht. Wir machen das heute auch mal. Wir probieren einfach mal, ob es klappt. Und dafür nehme ich die etwas dunklere Farbe und setze mir die punktuell hier schon mal hin. Ich habe gehört oder vielmehr gelesen, dass viele ein Problem mit dem Produkt hatten, weil sie gesagt haben, dass es irgendwie so schmierig ist. Das kann ich nicht bestätigen. Ich finde eher, dass es schon fast ein bisschen zu trocken ist, als dass es schmierig wird. Man muss natürlich so ein bisschen schauen, wie man das Ganze aufbaut. Und ich bin ja aber auch eher ein Freund von Cream-Produkten, die man als Basis nimmt für etwas anderes. Also wenn ich einen Puder-Bronzer nehme, trage ich gerne drunter einen Cream-Bronzer, einfach um beide Produkte miteinander zu fixieren. Ich mische jetzt auch beide Farben einmal mit zusammen. Man kann da ruhig ein bisschen übertreiben, denn wir gehen einfach gleich mit Foundation rüber. Auch ohne Foundation wird es so ein bisschen fleckig. Es ist schwierig. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Ich mag sie ganz gerne, aber es ist halt nicht so einfach, die zu benutzen. Da bin ich sehr transparent mit euch. Ich hätte mir in der Palette vielleicht anstatt
zwei verschiedenen Tönen, vielleicht noch einen hellen Cremeton gewünscht. Dann hätte man wirklich sehr, sehr viel machen können, auch was Highlighting angeht. So mag ich das ganz gerne. Ich will jetzt gar nicht zu viel Underpainting machen. Ich gehe jetzt gleich mit der Foundation rüber und baue mir das Ganze dann nochmal auf. Theoretisch würde man jetzt mit einem hellen Produkt hier schon mal so ein bisschen lang arbeiten. Das ist jetzt der Matchstick von Fenty in der Farbe Rose Quartz, um so ein bisschen Highlights wieder zurückzubringen, damit man am Ende weniger Foundation benutzt. Die sind mir persönlich, vor allem die Farbe, im Vergleich zu den anderen, immer so ein bisschen zu trocken gewesen, weswegen ich die eigentlich gar nicht mehr so gerne benutze. Aber damit ihr das einmal seht, das ist schon sehr, sehr hart jetzt die Kante, aber wenn wir gleich die Foundation rübergehen, dann ist es okay. Ja, da muss ich sagen, also jetzt, nachdem ich die Palette eine Woche benutzt habe, die Blushes gefallen mir wirklich ganz gut. Die finde ich auch gar nicht so schmierig. Die Bronzer sind einfach nicht so meins gewesen. Also da gehe ich lieber zu diesem Melted Sun Bronzer. Okay, ich sehe aus wie ein Streifenhörnchen und trage mir jetzt mal ein bisschen Foundation auf. Ich benutze die BB Cover Foundation von L'Oreal in der Farbe 02 und arbeite jetzt ganz, ganz leicht so ein bisschen drumherum. Ich starte erstmal hier auf der Stirn, dann habe ich hier die meiste Deckkraft, da habe ich auch nicht so viel gemacht. Und dann gehe ich so ein bisschen um die Kontur herum. Es ist eine Technik, die viele Celebrity-Make-up-Artists gerne machen. Mir ist es ehrlich gesagt zu undurchsicher meistens, um das jeden Tag zu machen. Aber ich glaube, ihr könnt den Unterschied sehen. Wenn ich hier einfach schon mal so ein bisschen rübergehe, dann scheint ganz leicht dieser Bronzer durch. Es gibt bessere Produkte dafür. Ich will jetzt auch nicht probieren, das Produkt irgendwie künstlich ganz, ganz toll zu hypen. Es ist ein okayes Produkt. Und dann blende ich einfach mit einem Schwamm alles so ein bisschen zusammen und man sieht ganz leicht, wie diese Kontur so ein bisschen durchschimmert. Was mir allerdings sehr, sehr gut gefallen hat, muss ich wirklich sagen, ist dieser All-in-One Brow Perfector. Das ist dieser 2-in-1 Augenbrauen Styler. Der ist sehr, sehr pigmentiert. Also du brauchst eine ganz, 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 ganz leichte Hand, sonst hast du viel zu viel Produkt auf deinen Augenbrauen. Ihr seht das, du musst wirklich nur ganz vorsichtig durchgehen und dann kannst du sie auch so ein bisschen in Form bürsten. Dieser Augenbrauenkleber hat mir auf Dauer jetzt nicht ganz so zugesagt. Einfach, weil ich glaube, ich bin verwöhnt von dem Anastasia Brow Freeze. Und Anastasia hat das ja jetzt auch in flüssig rausgebracht. Mit so einem Spoolie schon mit dran. Mag ich auch nicht. Also dann bleibe ich lieber bei dem Brow Freeze. Das ist alles mir zu... Also ich habe ja recht dichte Augenbrauen und vor allen Dingen auch sehr eigenwillige Augenbrauen, sagen wir es so. Und dafür ist es mir einfach zu schwach und auch nicht unbedingt meins. Ist aber auch völlig in Ordnung. Der hier ist sehr, 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 sehr gut. Vor allem dieses Puder gefällt mir ganz gut. Ich weiß nicht, ob das wasserfest ist. Das steht jetzt hier nicht mit drauf. Aber es ist doch schon wirklich sehr, sehr langanhaltend. Und hat mir Freude gemacht zu benutzen. Ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen mit dem Rest, den ich hier am Pinsel habe, rüber. Und dann wirkt das Ganze auch gleichmäßiger. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, ist es einem das wert? Ist das in Ordnung für einen? Muss man selber entscheiden. Die Blushes aber wirklich, wirklich großartig, haben mir gut gefallen. Gerade auch dieser Ton hier ist ein ganz, 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 ganz toller Ton für den Frühling, wie ich finde. Und wenn man sich den so ein bisschen mit der Foundation zusammenmischt, sieht das sehr, sehr hübsch aus. Mir hat so ein bisschen im Update, ich habe dann auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, so ein paar Produkte gefehlt, wie beispielsweise dieser Baked Blush, den gab es ja auch, der war ja super, super beliebt. Das war einfach ein großartiges Produkt in den vergangenen Jahren. Und hätte meines Erachtens nach gut damit reingepasst ins Update, mehr für die Base. Weil ich auch der Meinung bin, dass das Thema Base dieses Jahr einfach noch sehr, sehr beliebt sein wird. Ich lasse den Concealer jetzt einfach mal ein bisschen eintrocknen und mache mal ein kurzes Päuschen, dass das alles richtig schön in meine Haut einziehen kann. Und dann kommen wir nochmal zu diesem Space Glam Highlighter, denn da hat sich meine Meinung komplett geändert. Ich hatte ja gesagt, dass ich... Also, diese Meinung hat sich nicht geändert. Ich bin kein Fan von diesen ganzen Holo-Sachen. Das ist mir, aber da bin ich auch vielleicht einfach mittlerweile raus. So vor 3 Jahren hättest du mich damit echt noch kriegen können. Dass mir das Ganze oft ein bisschen zu wild ist. Nicht erwachsen genug, nicht... Ich will nichts Falsches sagen. Aber manchmal finde ich das Make-up... Nee, anders. Make-up ist eine Art, sich kunstvoll auszudrücken. Auch für mich. Gerne und häufig. Aber für den Alltag möchte ich einfach mich wohlfühlen und zurechtgemacht aussehen. Und ich finde, ich sehe nicht so zurechtgemacht aus, wenn ich Holo-Highlighter trage, wie wenn ich ein ganz, ganz subtiles Produkt benutze, was einfach nur so ein bisschen
Glanz in mein Gesicht bringt. Deswegen würde ich so eine Holo-Highlighter ich persönlich nicht im Alltag tragen. Aber ich muss dazu sagen, dass dieser Space Glam Holo-Highlighter in der Verpackung und im Swatch viel verunsichernder aussieht, als er das eigentlich tut. Denn, ich trage ihn gleich für euch auf, ihr werdet sehen. Schaut mal, also man sieht ein bisschen Kontur, man sieht ein bisschen Blush. Der Blush ist natürlich deutlich pigmentierter als der Bronzer. So ein bisschen ist es okay. Es wird nicht meine liebste Palette, aber sie ist ganz gut, um es so ein bisschen auszuprobieren. Okay, Space Glam Highlighter. Ich will es eher ein bisschen reduzierter haben, aber ich dachte mir, dass dieser Highlighter total, und ich glaube, da habe ich ihn einfach so ein bisschen gleichgesetzt mit diesem Monolidschatten in Grün in der Farbe Moonlight Glow. Toll auf den Augen, wenn man das mag, aber dieser Highlighter sieht auf der Haut ganz, ganz anders aus als im Fännchen, weil der nur so ein, also ich finde den schon fast wie so ein Blush-Topper, weil eigentlich nur dieser rosane Schimmer mit durchkommt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn erkennen könnt. Ich gehe auch ein bisschen gröber heute hier rüber, weil der, also mit einem fluffigen Pinsel, das ist jetzt von Letizia, der F3 müsste das sein, ja. Kannst du den ganz leicht hier rüber dusten, der passt sich dann ganz gut an den Blush an. Von vorne siehst du Blush, von der Seite siehst du dann so einen leichten pinken Schein. Ich mag es ja auch gerne so ein bisschen über der Haut, einfach, dass die Haut ein bisschen frischer aussieht. Das ist ein grob glitzernder Highlighter, das muss man dazu sagen. Ne? Dafür liebe ich diese zweite Meinung Produkte, einfach wenn ich nochmal ein bisschen Zeit gehabt habe, um die Produkte kennenzulernen. Ich hoffe, ihr seht es auch so und langweilt euch nicht darüber. Das ist jetzt nochmal im Prinzip zweimal hintereinander, dass fast dasselbe Video gab, aber so hast du einfach nochmal viel mehr Informationen, bevor ihr dann die Produkte im Laden kauft. Ich weiß, viele wollen die Produkte nicht online kaufen, weil sie sich sie lieber nochmal anschauen wollen im Laden, das kann ich total verstehen, aber umso besser ist es dann für mich und für euch, wenn ich vorab die Produkte wirklich ausgiebig für euch testen kann. Der Space Glam Highlighter gefällt mir ganz gut, auch so für den Alltag. Wäre der okay. Jetzt, ihr lieben Sieben, machen wir aber einen wirklich intensiven Look. Da habe ich richtig, richtig Lust drauf mit dieser Palette. Das ist eine unglaublich schöne Palette. Sie erinnerte mich so ein bisschen an diese Pink Peony Palette, glaube ich. Aber hier sind ein paar Texturen drin, bei denen ich glaube, dass wir die schon mal gesehen haben. Vor allen Dingen hier die Farbe Grape. Ist so ein ganz, ganz... Also der ist so cremig, dass ich noch einen zweiten Swatch und wahrscheinlich sogar noch einen dritten Swatch mit hinkriegen würde. Erinnert mich von der Formulierung her so ein bisschen an die von Natasha Denona. Die sind nicht schimmernd, die sind eher so ein bisschen matt. Wenn ihr Natasha Denona Paletten kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Ich glaube, davon haben wir auch die Farbe. Nee, Moonlight Flower ist wieder was anderes. Geht eher so ein bisschen in die silbrig-goldene, aber auch eine wunderschöne Farbe. Also da muss ich wirklich sagen, hat Catrice so in den letzten zwei Jahren würde ich fast sagen, nochmal einen ganz großen Sprung gemacht. Ich kenne ja die, also meine erste Palette, 2020 kam die, glaube ich, raus, 2019 haben wir sie konzipiert. Da hatten wir gar nicht diese Muster oder diese Möglichkeiten, diese Texturen zu haben. Deswegen habe ich da auch nochmal vielleicht einen anderen Blick mit drauf. Wir schminken jetzt einen Look hier mit, habe ich richtig, richtig Lust drauf. Welche ich nicht so gerne mag, sind diese glossy Farben, aber... Wobei, schau mal. Auf den Lippen ist sie ganz hübsch. Falls ihr übrigens meine... Ich werde immer wieder nach meinen Pinseln gefragt. Das sind meine eigenen Pinsel. Ich habe eigene Pinsel rausgebracht in Zusammenarbeit mit Letizia Lehmack. Und die gibt es bei mir im Online-Shop. Ich starte heute mal mit der Farbe... Ich muss swatchen. Violet. Das ist so ein Ton, hat ein bisschen Kickback. Und den setze ich mir jetzt erstmal punktuell in die Lidfalte. Ich habe schon lange nicht mehr so einen intensiven Look geschminkt, deswegen freue ich mich darauf eigentlich. Man kann damit aber auch reduziertere Looks machen. Gerade, ihr kennt ja meine Lieblingslooks, ne? Eine Farbe in die Lidfalte ausblenden und eine passende Schimmerfarbe dazu. Dann hast du einen wirklich schönen Look für den Alltag. Die ist sehr, sehr pigmentiert. Mein Lid ist ja auch schon fixiert gewesen, deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen vorsichtiger beim Ausblenden. Wunderschöne Farbe. Mit einem sauberen Pinsel gehe ich jetzt hier oben nochmal ein bisschen rüber und mische ganz leicht Hibiskus mit rein. Der ist so ein bisschen pastellig und ist dadurch ganz gut geeignet, um Farben auszublenden. Ich bin nicht so die Pastellmaus bei Lidschatten, außer wenn die so gemacht sind oder wenn die das Konzept der Palette das hergibt, so wie hier, dass man damit andere Farben gut ausblenden kann. Und dann haben wir hier auch ein wirklich ganz süßes Ergebnis. Man kann auch immer mit solchen Farben ganz gut zusammenmischen, dass du einen etwas weicheren Blend noch mit hinkriegst. Toll! Mit einem kleineren Pinsel verdunkel ich das Ganze mit der Farbe Dark Rose. Mal gucken, ob es passt, ob man es sieht.
Nee. Dann gehen wir gleich in die Farbe Dahlia. Das ist so ein schon fast bräunlicher Ton. Und den setze ich mir auch in die Lidfalte. Und das ist die erste eigentliche Farbe, die wir auftragen. Die andere ist ja nur so ein bisschen, um den Blendlächeln zu geben. Die ist extrem pigmentiert. Ich habe ja nur so einen kleinen Pinsel, das seht ihr, damit ich nicht ganz so weit nach außen gehe. Und Freunde, fangt bitte an, eure Hände zu benutzen zum Schminken, weil ihr dadurch einfach so ein bisschen auch mischen könnt. Schaut mal, ich kann mir hier so ein bisschen was abnehmen und das Ganze dann hier ausblenden und dann habe ich immer so ein bisschen mehr Farbe. Das ist wie seitdem ich diesen Maler schaue bei YouTube immer, der malt immer so tolle Bilder, habe ich mir ganz viel davon abgeschaut, wie er auch mit Farben umgeht und wie er so Farben mischt. Das hat mir gut geholfen. Ich würde ja auch gerne mal so einen Malkurs machen. Ich kann zwar nicht mal ein Strichmännchen malen, aber vielleicht lerne ich da noch ein bisschen was. Okay, wunderschön. Lässt sich gut ausblenden. Wir bleiben bei den kleinen Pinseln, gehen in die Farbe Kolibri. Ist noch ein bisschen dunkler. Geht schon fast so in die braun-schwarze Richtung. Toll! Wirklich ganz, ganz toll. Wundert mich jetzt aber auch heutzutage wirklich gar nicht mehr. Deswegen bin ich da auch, ich glaube, das haben auch viele mittlerweile bei mir verstanden, bin ich gar nicht mehr so fokussiert auf Lidschattenpaletten. Vor allen Dingen bei Catrice, ne, so bei anderen Brands, so Essence oder so, da muss man manchmal noch so ein bisschen aufpassen. Da gibt es dann auch mal wirklich einen Flop bei einer Farbe. Bei Catrice weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal einen Flop hatte, aber es ist bei fast allen Marken eigentlich. Jetzt zeigt sich, ob das eine gute Schimmerpalette ist oder nicht, denn wir benutzen nur einen kleinen Stift, also keinen kleinen Stift, einen kleinen Pinsel, ohne Concealer, um die Catrice zu ziehen. Ich nehme die Farbe Water Lily. Die geht auch so ein bisschen in die Holo-Richtung, ist eine sehr zarte Farbe, um die Catrice schon mal vorzuziehen. Ich finde, man kann sich heutzutage bei vielen Lidschattenpaletten den Concealer sparen. Ich gehe vielleicht nochmal in die Farbe Butterfly und da ist die Catrice. Was ich bei diesen Peony und diese größeren Paletten so gerne mochte, ist, dass die Farben alle im selben Farbschema waren. Und du wirklich eine Vielzahl an verschiedenen Texturen auch in der Palette hattest. Ich gehe jetzt hier noch so ein bisschen in die Farbe Peony rein, mische das hier vorne mit hin, dann nehmen wir meinen Finger. Und außen gehen wir in die Farbe Grape. Das ist also, die Farbe Grape ist aus dieser Palette meine liebste Farbe. Ich weiß nicht warum, aber die lächelt mich am meisten an. Schöner Look. Und jetzt, Freunde, passt auf, um noch so einen ganz kleinen spektakulären Cut mit reinzumachen, nehmen wir nochmal diesen Space Lidschatten. Der ist zwar grün, aber den setzen wir nur in die Crease mit rein, dass das Ganze ein bisschen differenzierter ist. Das sieht schön aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also muss ich sagen, ist eine gute Palette. Hat mir Freude gemacht. Würde ich wieder benutzen. In der Corner Highlight setzen wir natürlich auf die Farbe Moonflower. Nice. Ist ein sehr, sehr schöner Look. Erinnert mich an meine Zeit vor einigen Jahren. Ein Produkt habe ich euch noch ein bisschen verschwiegen, weil es einfach, was heißt verschwiegen? Es ist einfach untergegangen. Und zwar ist das der Maxed Up Lip Booster Extreme. Der stand schon in der Drogerie. Aus so einem ganz, 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 ganz kleinen Aufsteller. Deswegen habe ich ihn auch fast übersehen. Ich benutze jetzt nochmal diesen Plumping Lip Liner in der Farbe Chocolate Lover, glaube ich, war das, ne? Ja, Chocolate Lover, aber als Lippenstift. Mit diesem Holo, mit diesem Gel-Lidschatten hier aus der Palette. Das ist auch ganz cremig geworden. Es geht jetzt nicht um die Deckkraft, ne? Also klar, ist super deckend und super intensiv jetzt. Aber dieser Max It Up Lip Booster muss einmal oben rauf. Denn der hat ebenfalls diese Holo-Farben mit drin. Blau, Grün, Rosa, Gold. Und das passt ganz gut, glaube ich, jetzt hierzu. Weil der nicht so, der sieht nicht so billig aus. Manchmal finde ich, sehen Holo-Lippenstifte immer so ein bisschen oder nicht wertig aus. Hier absolut gar nicht das Problem, weil wirklich nur ein ganz kleiner Hauch. Wisst ihr, woran mich der erinnert? An meinen Galaxy Gloss. Hat ein bisschen gröberen Schimmer mit drin. Der ist ein bisschen feiner vom Schimmer her. Passen sich aber so ein bisschen an jeder Hautfarbe an. Und ich finde, das sieht sehr, 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 sehr schön und vor allen Dingen auch sehr passend aus. Ich hoffe, ich konnte euch nochmal so ein bisschen abholen, was das neue Update angeht. Ich warte, wie gesagt, noch auf die weiteren Produkte, aber so habt ihr nochmal ein bisschen mehr Informationen zu den Produkten und nochmal einen zweiten, wie ich finde, sehr, sehr spannenden und schönen Look bekommen. Wir sehen uns am Freitag hier wieder, ihr süßen Mäuse. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.